Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shovel Knight Shovel of Hope. Letztes Mal haben wir erfolgreich hier das gestrandete Schiff abgeschlossen und dieses Mal begeben wir uns in die Flugmaschine. Meinen persönlichen Hasslevel. Aber genau aus dem Grund mache ich jetzt die Flugmaschine, einfach weil ich sie jetzt aus dem Weg haben möchte. Das war so nicht gedacht. Und ich möchte nochmal an dieser Stelle betonen, ich muss definitiv daran arbeiten, nicht alle paar Sekunden okay zu sagen. Ich habe mir Teil 6 und Teil 7 dieses Let's Plays vor kurzem nochmal angeschaut und meine Fresse, ich sag so häufig okay, dass es schon fast nicht mehr lustig ist. Wenn ihr meinem Rat folgen würdet und daraus ein Trinkspiel machen würdet, jedes Mal, wenn ich okay sage, ein Trinken, ich glaube, ihr würdet echt ungelogen mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus liegen. Aber egal. Konzentrieren wir uns auf das, was vor uns liegt. Mein absoluter Hasslevel in diesem Spiel. Vor allem mit Shovel Knight. Jetzt falle ich schon wieder runter. Ist doch nicht mehr schön anzuschauen. So, jetzt aber. Na also, endlich. Das hat jetzt lange genug gedauert. Nerv nicht rum, du Blödmann. So. Weg mit dir. Nein, 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 nein. Da. Und da ist nochmal was. Das holen wir uns zuerst. Jetzt warten wir hier ganz kurz. Und die Gegner hier hasse ich ganz besonders. Ist da oben irgendwas? Nein, ich glaube, da ist nichts. Okay. Steinchen habe ich und ich sag noch, ich möchte daran arbeiten, nicht häufig okay zu sagen und dann sage ich es trotzdem die ganze Zeit. Meine Fresse, ey. Ah, und als Shovel Knight kann ich die nicht kaputt machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Spectre Knight das konnte. Zeig nur mal wieder, dass Spectre Knight der coolste von allen ist. Ach, ich glaube, die Rüstung hier gefällt mir jetzt so langsam doch immer besser. Und jetzt haben wir diese fliegenden Ratten hier wieder. Hab ihn, sehr schön. Das da drüben will ich auf jeden Fall. Hab's, okay. Mal wieder nur Gold, kein Notenblatt, schade. Naja, weiter. Jetzt kommt ein Halbboss, oder... Miniboss, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Und von oben? Ach, von oben hat er seinen Propeller, okay.
meine Fresse. Genau. Wie weit holt mich das jetzt zurück? Ich hole dich einfach. Ach, ich glaube, das war jetzt nicht allzu weit. Ich muss aufpassen, dass ich das hier mit dem Pogon hier besser hinkriege. Das hätte schief gehen können. Zum Glück ist es es nicht. Aber egal. Gut. Bin ich? Ich hasse es immer, wenn ich nicht sehen kann, wo ich bin. Das macht mich rasend. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich den Lichhof nicht leiden kann als Level. Okay. Und diesmal schaffe ich es natürlich beim ersten Versuch und ohne einmal Schaden zu bekommen. Gut, da ist noch was, das weiß ich. Fraß. Okay. Fraß kann man... Ah, da oben ist noch mal was. Sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das gewusst habe. Okay, das will ich jetzt aber auf jeden Fall haben. Hier geht's folgendermaßen. Nein, 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 nein. Nicht hoch, nicht hoch. Wie ging das jetzt hier nochmal? Ich weiß, dass das ging. Och. Ich hasse euch, ihr blöden Viecher. Ah, okay. Na also, ich wusste doch, es geht da so irgendwie rein. Jetzt muss ich nur aufpassen. So, hier. Und... Wir treffen wieder auf Kistian. Und diesmal bekommen wir, ich glaube, das Ding heißt der Propellerdolch. Ja, Propellerdolch. Und das Ding kann Folgendes. Damit können wir ein bisschen fliegen. Eigentlich mit eines der nützlichsten Relikte im Spiel. Wenn man gut dran ist, es einzusetzen. Womit ich jetzt nicht persönlich so gut bin. Aber egal, erstmal angeln. Komm schon. Ein Notenblatt zum... Hallo? Geht's noch? Ach, ich Vollidiot! Ach, ich bin doch auch blöd. Okay, ganz ruhig bleiben. Erstmal hole ich mir das hier. Ich hasse euch. So, jetzt aber. Habe ich vergessen, wieder auf den Propellerdolch umzustellen. So, jetzt aber. Hier ist nicht nochmal was drin, oder? Hallo? Nein, nicht nochmal was drin.
So. Okay, hab wieder alles, von dem her. Gut, dich habe ich weg. Das ist die Hauptsache. Okay. Jetzt bin ich hier oben und... Ich bin durch, okay. Und da sage ich wieder die ganze Zeit, okay. Ah! Ein absoluter Hassteil vom Level steht mir noch bevor. Das kann ja immer noch was werden. Ich glaube, der kommt jetzt dann. Na gut, wenigstens ist der weg. Das ist das Wichtigste. Deswegen riskiere ich jetzt nichts. Ah ja. Autoscrolling. Nach wie vor noch nicht mein Hassteil vom Level. Was zum... Gerade eben hast du doch noch geleuchtet, dass du deinen aufgeladenen Schlag machen kannst. Hält das nur eine gewisse Zeit oder was ist da los? Ganz ruhig. Jetzt achten wir mal darauf, wann das Leuchten weggeht. Jetzt leuchte ich auf jeden Fall nicht mehr. Okay. Oh, hier muss ich jetzt pogoen. Na gut. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ja. Hat geklappt. Okay, 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 okay. Einer der schwereren Teile des Levels, aber nach wie vor noch nicht mein absoluter Hassteil vom Level. Der kommt hier nämlich jetzt dann. Da oben ist noch was, oder? Ja, da oben war noch was. Noch mehr ist da oben allerdings nicht. Und ich glaube, jetzt kommt mein absoluter Hassteil. Ja. Yeah. Erstmal den Checkpunkt. Das hier, ich kann diesen Teil des Levels absolut nicht leiden. Zum einen, weil es wirklich ewig dauert, bis man da durch ist. Und zwar jedes Mal, wenn ihr sterben solltet. Zum anderen, weil es einfach nur stumpfes Auswendiglernen ist. Heißt, ein Fehler und ihr seid dran.
War's das? Das war's? Ich hab's geschafft? Oh, okay, jetzt kommt nochmal Pogo. Habe ich den Propeller dadurch? Habe ich dabei? War's das echt schon? Ich bin durch, ich bin durch. Ich habe meinen Hassteil geschafft, ohne zu sterben. Yay! Und ich glaube, jetzt kommt dann auch schon Propeller Knight. Yep, jetzt kommt er. Okay. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Level so gut durchkomme. Das heißt so gut. Ich war definitiv nicht so gut, wie es hätte sein sollen, aber hätte wesentlich schlimmer sein können. Aber egal. Propeller Knight. Ach, mein kleiner blauer Freund. Die Sonne ist so schön, wenn sie untergeht, oder? Komm runter und kämpfe, du gyroskopischer Kasper. Oh, wie grob. War meine Crew denn nicht gastfreundlich? War mein Schiff denn nicht glorreich? Ich bin nicht zu meiner Unterhaltung hier. Ich muss zum Turm des Schicksals. Immer meine Augen für das Geschäft. Zu schade. Nun, wohlan. En garde. Was denn da? Ach, verdammt. Ich gebe zu, das war jetzt definitiv nicht das Gelbe vom Mai. Das muss besser werden. Also gut. So, jetzt führe ich ein bisschen. Und Anker, 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 Anker. Wo bin ich? Wo bin ich? Okay, beim ersten Mal habe ich wohl einfach nur ein bisschen Scheiße gebaut. Das war nämlich gar nicht jetzt so schwer. Aber egal, wir haben Propeller Knight besiegt, mein Hasslevel abgeschlossen und 14.000 Gold. Gut. Hier ist noch ein bisschen was. Und jetzt entschuldige ich mich mal ganz kurz. So, da bin ich wieder. Was wäre das hier noch? Frostige Flucht. Worum genau es da nochmal ging, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ich gehe nochmal zurück ins Dorf, um mir meinen Mana jetzt aufs Maximum zu machen. Und dann gebe ich dir doch am besten noch gleich deine Notenblätter. 15.000. Das kann sich doch mal sehen lassen. Also. Relikte, ja, schon recht fähig, wie ich sehe. Leider kann ich dir nicht mehr helfen. Gut, damit haben wir jetzt quasi volles Mana. Autsch. Und unsere letzte Essensmarke werden wir bekommen, sobald wir den Uhrenturm fertig haben. Das mache ich in dieser Episode jetzt aber nicht mehr.
Was steht denn abgesehen von der Uhrenmarke? Was steht abgesehen vom Uhrenturm noch an? Ich könnte hier noch in die Halle der Helden. Wir können hier noch hin. Und was das hier ist, möchte ich jetzt mal sehen. Abkürzung. Okay. Schieß mich einfach ins Dorf, oder wie? Na gut, so wirklich sinnvoll ist das jetzt nicht. Wie mache ich das jetzt als nächstes am besten? Nee, ich glaube, an dieser Stelle beende ich dann die heutige Episode. Wir haben meinen absoluten Hasslevel, die Flugmaschine, jetzt zumindest mal beendet. Uns steht noch der Uhrenturm und Frostige Flucht sowie die Halle der Helden bevor. Können wir alles noch in der späteren Episode machen. Für die heutige Episode, die Flugmaschine reicht auf jeden Fall mal. Wir sehen uns das nächste Mal dann wieder bei Shovel Knight, Shovel of Hope. Bis dahin. Tschüss.